Hallo, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute nehme ich euch wieder eine Runde mit in diesem Video und zwar fahren wir gemeinsam in die Stadt. Meine Männer sind nämlich Motorradfahren und Motorradfahren mit Baby geht schlecht, deshalb bin ich hier geblieben. Aber ich möchte jetzt raus, die Sonne nutzen, es ist nämlich total schönes Wetter. Ich habe auch schon meine Wäsche draußen aufgehängt, die nächste Maschine läuft auch schon, das mache ich dann noch schnell. Und dann geht's raus und dazu nehme ich euch mit. Ich war jetzt hier auch schon fleißig, ich habe rumgewuselt und rumgewerkelt. Das Übliche, ne? Was man halt so macht. Aber jetzt möchte ich, wie gesagt, die Sonne genießen, ein bisschen mit dem kleinen Schatz. Es wird heute in diesem Video auch nichts gekocht, also sorry dafür. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Aber der Moritz, der hat gestern schon selbstgemachte Pizza gemacht und davon ist was übrig geblieben. Und deshalb muss ich jetzt heute nichts kochen. Ja, da freue ich mich. Der kleine Schatz, der liegt da drüben in seinem Bettchen. Er schläft noch, genau, deshalb mache ich jetzt noch kurz die Wäsche und dann geht's los in die Stadt und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Los geht's! Also gut, jetzt schauen wir mal, wie gut der kleine Schatz mitmacht. Ist ja Autofahren gewohnt, ne? So, los geht's! Boah, ist das warm, wie viel Grad haben wir denn? Oh, 23 Grad. Yeah. Sonnenbrille ist auch mit dabei, also los geht's! Schauen wir mal, wo es uns hin verschlägt. Uns zwei Verliebten. So ganz alleine, ne? Ist auch mal schön. Ohne die anderen Männer. Oh mein Gott, Leute, wisst ihr, was gerade passiert ist? Ich habe ein Paket bei meiner Freundin abgegeben. Und der kleine Schatz, der hat seinen Daumen in dem Mund. Oh mein Gott, das ist so süß. Ich muss jetzt gerade ein paar Bilder machen und die in die Familiengruppe schicken, weil es so goldig aussieht. Also er hat jetzt quasi seinen Daumen entdeckt und ist eingeschlafen. Und das bedeutet für mich, dass ich jetzt noch mal ein ganzes Stück weiterfahren kann, als ich eigentlich geplant hatte. Dort werde ich ihn ja sowieso dann noch mal stillen und wickeln. Und wir laufen ja rum. Wir gehen spazieren an der frischen Luft. Das tut ihm natürlich auch super gut. Ich hoffe, dass er dann auf dem Heimweg wieder einschläft. Aber wenn nicht, ich habe ihm an den Maxi-Cosi so ein Spielzeug gehängt. Da ist er auch immer total fasziniert. Also ich musste das jetzt mal kurz festhalten. Sorry für diesen Zwischenstopp. Aber das war jetzt so goldig. Echt, das war einfach total zuckersüß. Ja, also dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter. Ich glaube, ich habe den letzten Parkplatz hier ergattert. Oh mein Gott, ich komme gar nicht raus. Hilfe! Und der kleine Schatz ist auch wach. Mit meinem Panzerauto. So, gehen wir schnell zum kleinen Schatz. Jetzt habe ich erstmal ein Problem mit meinem Kofferraumdeckel, weil ich das letzte Mal, also in einem anderen Parkhaus, oben angedotzt bin mit meinem neuen Auto. Der Alessandro hat dann was eingestellt, dass er nicht ganz so hoch geht, aber ich glaube, der Lucky hat mir wieder die normale Einstellung reingemacht. So, also Leute, soll mal einer behaupten, ich track mein Auto nicht? Ich probiere das jetzt selbst. Selbst ist die Frau. Also, Hauptmenü, Fahrzeugeinstellungen, Lenkrad, Speed Limit, Geschwindigkeitswarnung, Licht, Türen und Schlüssel. Das hört sich doch schon mal gut an. Probieren wir das einfach mal. Alle Türen, Heckklappe. Öffnungshöhe, da ist es. Da ist jetzt ein Plus und ein Minus. Ich kann euch jetzt schlecht umdrehen, weil ich den Kleinen hier auf dem Arm habe. Jedenfalls ist hier Plus und Minus und ich würde sagen, wir machen ein bisschen Minus. Genau, damit die Heckklappe nicht komplett aufschnalzt und ich den Kinderwagen rausholen kann. Ja, doch, die Höhe sieht gut aus. Also ich versuche euch jetzt doch mal umzudrehen. Moment, ich zeig's euch. Bin ich jetzt ganz stolz, dass ich das hingekriegt habe. Und ihr lacht euch kaputt und denkt euch, mein Gott, das ist das Normalste der Welt, ne? Also schaut, Öffnungshöhe. Und wir drücken auf Minus. Ja, so ist es gut. Da kann ich den Kinderwagen noch rausholen. Yay, bin ganz stolz auf mich. So, ich starte jetzt mal hier in dem Laden. Ich suche nämlich was Bestimmtes für meine Schwester. Mal schauen, ob ich es hier finde. Ich glaube schon. Ich liebe solche Karten. Schaut mal. Ich bin halt glücklich, wenn du da bist. Oder hier. Am Ende wird alles gut sein. Und wenn nicht, gibt es immer noch mich. Süß, ne? Das sind die Sachen, die ich bisher ausgesucht habe. Und da vorne habe ich schon einen Ballon für meine Schwester gesehen. Da steht dann 30 drauf. Jetzt
für mein Patenkind zu Ostern, das Täschchen hier. Und das noch für meine Schwester. Happy Birthday. Das finde ich voll süß. Happy Birthday, Princess. Und da ist er. Jawohl, den habe ich gesucht. So, ich habe jetzt alles. Die Karte ist noch für meine Freundin. Schaut mal, wie schön die ist. Mega, ne? Mit dem Rot. Für meine Schwester. Damit habe ich noch was ganz Besonderes vor. Erzähle ich euch dann auch noch. Wasser für unterwegs, Kaugummis für die Handtasche und so weiter. Ich kann euch das ja dann nochmal zeigen. Aber ich glaube, ich habe euch eigentlich schon alles gezeigt. Ja. Oh, ich bin dran. Aber schaut mal, jetzt bin ich gerade bei Görz. Also ist eigentlich ein Schuhgeschäft, aber die haben hier auch so einen Aufsteller. Und mir gefallen die Ketten hier voll gut. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden, aber das Tuch hier nehme ich auf jeden Fall mit. Das finde ich total schön. Das ist so rosa. Sieht man gar nicht so richtig gut, ne? Jo, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und ja, bei den Ketten muss ich mich jetzt irgendwie entscheiden. Entweder die oder die. Total verwurschtelt jetzt. Moment. So, jetzt. Oh Mann, wer die Qual hat, hat die Wahl, ne? Falsch rum. Schaut mal, wie lustig. Größer gab es die leider nicht. So, ich habe jetzt wunderschöne Schuhe gesehen, die es aber auch bei uns im Ort gibt. Und deshalb kaufe ich sie dann lieber da. Also ich lasse lieber das Geld bei uns im Ort. Ja. Aber ich habe mich jetzt auch nicht beraten lassen oder so. Ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, lässt sich da ewig beraten und nimmt sie nicht mit. Sondern ich habe nur das Tuch gekauft. Ja, und jetzt habe ich voll Hunger. Sau cool, ne? Ja. Obwohl ich ja aussehe wie ein Spießer, stehe ich voll auf sowas. Rage Against a Machine, oder? Sau geil. Also allein dafür hat sich schon der Ausflug gelohnt. Ich habe mich jetzt voll in meine Jugend zurückversetzt gefühlt. So lustig, echt, das Lied muss ich echt zu Hause nochmal hören. Das ist, ja, irgendwie in Vergessenheit geraten. Und jetzt gehen wir noch zu meiner Lieblingsbrücke. Da vorne ist sie. Da sind immer ganz viele Leute, die Wein trinken und La Dolce Vita genießen. Also ich trinke ja keinen Alkohol, aber ich genieße es trotzdem auf der Brücke. Ja, und da nehme ich euch jetzt mit. Voll schön da auf der Brücke. Ich habe jetzt nicht mitgefilmt, weil da war die Hölle los. Die Leute genießen da total ihr Leben, trinken ihr Weinchen oder ihren Aperol Spritz. Also die machen es richtig. Und ich gönne mir jetzt dieses Teilchen hier. Das ist so ein vegetarischer Bio-Burger. Ich habe nämlich total Hunger und der kleine Schatz, der schläft. Also die Rückfahrt wird ziemlich lustig. Nicht? Ja, wenn er jetzt die ganze Zeit schläft, ne? Ja. Naja, aber ist nicht schlimm. Ja, ich esse jetzt. Ich habe nämlich echt großen Hunger und dann gehe ich noch ein bisschen in die Stadt. Als würde es riechen, dass ich gerade esse, ne? Ist er wach geworden. Aber es ist auch gut so. Dann kann ich ihn jetzt nochmal stillen, nochmal wickeln. Ja, dann laufen wir noch ein bisschen rum. Dann fahren wir nach Hause. Aber Kinder merken das, ne? Wenn die Mama isst, dann werden sie wach. Sodass die Mama immer kalt ist. Aber ist nicht schlimm. Naja, also ganz ehrlich, Leute, das Brötchen war ja nichts, oder? Habe ich noch mehr Hunger. Ich hole mir dann noch was in der Stadt. Aber die machen gleich zu und deshalb nutze ich jetzt hier noch kurz die Zeit, um ein bisschen zu schaffen. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Es ist ganz schön spät, ne? Wir haben es schon kurz vor 9. Wir waren ganz, ganz lange unterwegs. Heute Mittag am Main, da waren wir ja spazieren. Dann haben wir euch mitgenommen in die Stadt, ne? Beim Bummeln. Und der kleine Mann, der war so, so entspannt, wirklich. Der hat jetzt auch auf der Heimfahrt die ganze Zeit geschlafen. Und auch in der Stadt hat er alles beobachtet. Also ich habe ihn auch mal rausgenommen, ne? Am Main. Und ja, das hat uns sehr gut gefallen heute. Ne? Das war echt eine Auszeit. Also es kommt sehr selten vor, dass ich am Wochenende alleine unterwegs bin. Also nur mit dem kleinen Mann. Ne? Aber das war heute richtig schön. Und die Männer hatten auch Spaß. Die sind jetzt auch zurückgekommen vom Motorradausflug. Ne?
Nudelwasser habe ich schon aufgesetzt. Ich habe nämlich echt Hunger. Ne? Und was gibt's? Natürlich Pasta. Natürlich Pasta. Ganz klar, ne? Abends um 9. Ja, und ich schaue dann heute Abend meine Lieblingsserie oder ja, das ist eine Sendung, eine italienische. Und zwar beginnt die immer um 9 und die geht bis, ich glaube, 1 heute Nacht. Ne? Mein Mann, der ist noch im Büro, der macht Schreibkram, der mag diese Sendung nämlich nicht. Wer von euch kennt sie? Und zwar nennt sie sich, hast du dich verschluckt? Die nennt sich C'è Posta per te und das ist auf Canale 5. Alle Italiener unter euch werden diese Serie kennen, ne? Oder diese Sendung, ne? Und mein Mann mag die gar nicht, also der kann damit gar nichts anfangen, der lässt da immer hart ab. Aber ja, ich glaube, das verstehen auch nur wir. Ja, und genau, der ist ja eh im Büro und macht, wie gesagt, seinen Schreibkram und dann kann ich das schauen. Und dich machen wir jetzt bettfertig, mein Schatz, ne? Du warst so lieb, du warst so lieb. Also das war heute mal ein etwas anderes Video. Normalerweise nehme ich euch ja immer mit, ja, durch meinen Alltag, was ich koche und was ich bastel und so weiter, weil das auch so mein Anspruch ist, ne? Dass ihr einfach aus den Videos auch was mitnehmt. Und heute habe ich euch einfach nur mal so beim Bummeln mitgenommen. Ich hoffe, es war in Ordnung. Lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Ja, normale Vlogs mache ich ja auch super gerne, aber die sind einfach für mich auch zeitaufwendiger. Also das kann man sich auch, ja, wenn man da nicht drin steckt, auch gar nicht vorstellen. Ich brauche teilweise eine Stunde. Salute! Um einen schönen Musiktitel auszuwählen, um ja, die Musik dann unter die Sequenzen zu packen, die mir eben so am besten gefallen, die ich eben mit Musik unterlegen möchte. Da sitze ich schon zum Teil echt lang dran, ne? Gell, Schatz? Aber das mache ich super gerne. Also wie gesagt, das ist halt auch so mein Anspruch, ne? Dass ihr da ein bisschen was mitnehmt. Aber ich hoffe, dass ich euch heute auch ein bisschen unterhalten konnte, ne? Mit unserem Ausflug. Dann beende ich jetzt an dieser Stelle mal dieses Video. Denkt dran, bald könnt ihr einen Kinderwagen gewinnen. Ja, da warte ich noch auf die E-Mail, dass die kommt, dass ich euch den zeigen kann. Da freue ich mich echt schon riesig, dass ich diesen Kinderwagen verlosen darf. Also der hat einen Wert von 800 Euro. Das ist richtig krass, ne? Da freuen wir uns, ne? Also bleibt da auf jeden Fall mit dabei. Abonniert den Kanal kostenlos. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Und dann verpasst ihr auch nicht das Video, in dem wir den Kinderwagen verlosen dürfen, ne? Mein kleiner Schatz. Pyjama wird jetzt angezogen. Und dann essen wir lecker, ne? Du kriegst die Pasta dann auch ab, ne? Das weißt du, gell? Ja. Und dann geht's ins Wohnzimmer. Okay, also ich wünsche euch nur das Beste und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Und der kleine Schatz beobachtet hier seine Punkte. Das war echt das Beste hier in dem Kinderzimmer. Die Punkte. Ne? Das war das Beste für dich. Also, tschüss. Ich habe mir noch dieses T-Shirt hier mitgenommen in der Stadt. Das wollte ich euch noch kurz zeigen. Und zwar ist es nicht einfach nur drauf gedruckt, sondern ja, das ist so erhaben. Also es ist richtig schön. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Zu einer Jeans oder einer schwarzen Hose. Ja, kann ich auf jeden Fall gut kombinieren. Und ansonsten habe ich mir ja noch das Kopfband mitgenommen. Das habt ihr ja gesehen. Und dann habe ich ja noch was ganz Besonderes vor. Vielleicht ist es dann auch eine Inspiration für euch. Ich hatte euch das auf dem Kinderwagen gezeigt, also die Sachen, die ich mitgenommen habe. In den weiteren Vlogs werdet ihr sehen, was ich damit vorhabe. Wie gesagt, vielleicht ist es dann auch eine Inspiration für euch. Ich habe es jetzt allerdings unten im Auto und deshalb kann ich es jetzt gerade nicht zeigen. Aber bleibt da auf jeden Fall mit dabei. Es ist wirklich was ganz, ganz Besonderes und ist vielleicht auch was für euch.